Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel. Hiobs Töchter von Martin André Völker. Im Knast ist es keineswegs die Stille, die dich kirre macht. Es sind die Stimmen, die dir den Schlaf rauben. Das tausendfache Stimmgewirr ist es. Einzelne Laute dringen an dein Ohr. Ein kehliges Lachen durchschallt die Flure. Ein Husten will nicht aufhören und klingt doch wie der letzte Husten. Damit kannst du umgehen. Aber diese Stimmen, die machen dich fertig. Haben die Wärter etwas zu bereden, dann stecken sie die Köpfe zusammen und trotzdem kannst du hören, was sie sagen und dir nicht sagen wollen, was du dennoch hören kannst. Zumindest glaubst du, sie zu hören. Wenn du sie beim Hofgang anschaust, wie sie die Lippen bewegen, dann beginnt es in deinen Ohren zu dröhnen. Im Sommer wird es ganz schlimm. Das Frauengefängnis liegt an der Lehrterstraße. Hier donnern die Laster durch Berlin, hier ist Betrieb, Schulklassen, Geschäftsleute aus den Hotels, Party-People. Öffnest du dein Fenster, kommt es dir so vor, als hättest du die Büchse der Pandora geöffnet, in der das Brabbeln, Lachen, Brüllen aller Zeiten eingeschlossen war, verstärkt durch die Rufe, die aus unseren Zellen nach unten gerichtet sind. Diese wiederum verstärkt durch die Blechtassen, welche oben durch die Stäbe gestreckt an die rote Ziegelfassade geschlagen werden. Die Stimme meiner Tochter höre ich wohl nach 6 Monaten zum ersten Mal, dann Tag für Tag und Jahr für Jahr. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was sie mir sagte, wie sie mich anredete. Sagte sie Mami zu mir? Sprach sie meinen Namen aus? Es klang eher wie ein Kleinkind, das versucht, die ersten Lallereien in Satzfetzen zu verwandeln. Allerdings war es ihre jugendliche Stimme, die mich weckte, die mich mit wortlosen Worten anflehte, ihr zu helfen. Dabei lag ich auf meiner Pritsche, eingeschlossen von 4 Mauern, umhüllt von Dunkelheit und finsteren Träumen. Wenn ich mich früher fragte, was ich mir für die Zukunft wünschen sollte, dann stellte ich mir vor, mit Henrika in einem redgedeckten Haus an der Ostsee zu leben. Ich würde lesen, töpfern, gärtnern und Hen hätte ihre Pferde, die sie so liebte, als sie noch klein war. Wenn ich in meiner Zelle mit ihr sprach, dann wünschte ich mir, wenigstens sie könnte so leben, so dass ich selbst dachte, dies wäre tatsächlich der Fall. Als ich den jungen Mann, der sich Piet nannte, zum ersten Mal in unserer Wohnung traf, wunderte ich mich, dass mir Hen vorher nichts von ihm erzählt hatte. Aber mein Kopf war sowieso voll mit dem, was in der Agentur passierte. Ein Pitch jagte den nächsten. Überlange Etatgespräche zermürbten mich. Dazu die unerwarteten Wutausbrüche, die Kaffeeeckenromanzen, die fehlenden Wochenenden, der ganze Scheiß eben. 1 Jahr vor Hens Geburt starb mein über alles geliebter Vater. Ich blühte auf, wenn ich nach dem täglichen Agenturelend mit dem Motorrad, das er mir vererbte, zum Wannsee und wieder zurückfuhr. Die Stellung, die ich verließ, um zu arbeiten, ja, auch um zu leben, nahm Piet ein. Und er kümmerte sich wirklich rührend um Hen. Den Zeitpunkt, an dem ich sie verlor, kann ich rückblickend nicht mehr genau angeben. Manchmal war ich sogar froh darüber, ihr abends nicht mehr zu begegnen, so fertig wie ich war. Sie kam dann bloß noch sporadisch vorbei, wusch ihre Wäsche, fragte mich nach Geld. An Geld fehlte es uns nie. Dass Handy die Schule geschmissen hatte, erfuhr ich von Klaus, einem Sozialarbeiter, der in der Agentur auftauchte. »Na, hat dich auch dieser Pubertätswahnsinn erreicht?« hörte ich meine Kollegen mitleidig sagen. Ich nickte tapfer lächelnd und stürzte mich in das nächste Projekt.
Das Schlimmste war, dass ich mich für meine Tochter schämte. Dafür verachtete ich mich und war doch unfähig, etwas zu verändern. Peinlich war sie mir mit ihren zerrissenen Jeans und der versifften Lederjacke, noch peinlicher geradezu abstoßend, wenn sie mit halbgeschlossenen Augen vor mir in der Küche saß und keinen klaren Satz mehr von sich geben konnte, mit vor Dreck starrenden Händen in der Luft herumrührte, wie in einem Zauberkessel. Immer fragte ich sie nach Pete, warum Pete unten im Auto sitze und nicht mehr hochkomme, ob sie das Geld abgeben müsse, ob er die Drogen besorgen würde, die durch ihre durchlöcherten Arme direkt ins Gehirn gelangten und es zerstörten. Stets bekam ich denselben Singsang als Antwort. »Ist ein guter Typ, der Pete, ein guter Typ, der Beste, der kennt sich aus. Lass mal, der kümmert sich um alles, der beschützt mich, bei dem bin ich sicher. Ich hab doch sonst niemanden.« Bei Hens Beerdigung war ich ganz allein. Es war Frühling. Die Bäume waren schon dicht grün und vor mir dehnte sich dieses tiefe, schwarze Loch aus, das ich wie eine klaffende Wunde in mir empfand. Ein Jahr hatte ich Hen vorher nicht gesehen. Einem Polizisten lag ich in den Ohren, bis er mir das Foto zeigte, auf dem sie zwischen parkenden Autos auf der Kurfürstenstraße lag, die Spritze im Arm, die Beine dicht an den Bauch herangezogen. Sie sah fast so aus wie auf dem Ultraschallbild, das bis heute in meiner Brieftasche steckt. Aber Hen war nicht mehr in mir. Sie lag auf der Straße wie unbrauchbar gewordener Hausrat, wie Dreck. Pete hieß nicht Pete, sondern Jens, und Jens war kein unbeschriebenes Blatt. Ich erkannte ihn auf einem Polizeifoto wieder. Ein Dealer, ein Zuhälter, missbraucht von seinem Vater, verprügelt von seinem Stiefvater. Alles kommt von irgendwoher, und einer wird bezahlen. Pete hatte den Bogen raus, wie er andere für sein verfuschtes Leben bezahlen lassen konnte. Für die Polizei war Hen eine ganz gewöhnliche Drogentote mit Prostitutionshintergrund. Ich begann, die Polizisten zu verstehen. Ihre Strategie, sich den Abschaum und Gestank der Straße mit sprachlicher Abstraktion vom Hals zu halten. Ich kannte das von meinem Vater, der sehr technisch über seine Berufstage sprach, wenn er über sie sprach. Und doch bietet die Kälte der Abstraktion keinen Ausweg, weil die brutale Glut der Straße in uns hineinschießt, noch bevor wir den Hitzeschild abwehrend hochhalten können. Wir glauben, sie erfolgreich abgewehrt zu haben, während sie hinter unseren Augen unterhalb unseres Denkens schleichend zur Kernschmelze führt. Pete war fein raus. Eine Fremdeinwirkung war ausgeschlossen. Auf eigene Rechnung ging Hen anschaffen. Und das Heroin? Keine Ahnung. Berlin ist groß. In Pietes Wohnung fand sich nichts. Für den kleinen Jens hätte ich Verständnis aufgebracht, für Pete nicht. Hasste ich Pete dafür, weil er mich in eine Welt hineinzog, die verkommen und abgrundtief hässlich war? Hasste ich ihn, weil ich im Grunde mich selbst hasste für das, was ich meiner Tochter nicht gegeben hatte, nicht geben konnte? Das war und ist völlig egal. Der Hass will hassen. Der Hass ist wie ein abgeschossener Pfeil. Bevor du dir Gedanken machst, woher er kommt, wohin er fliegt, steckt er bereits im angepeilten Ziel. Ich gab meinen Job auf und beobachtete ihn. Ich wusste, wo er wohnte, mit welchen Leuten er tagsüber abhing, wo er nachts seine Drogen vertickte, wie er die Mädchen auf den Strich schickte, sie verprügelte und im Rinnstein liegen ließ. Eine kleine Nummer für die Polizei, die nur an den Hintermännern interessiert war. Und dann kommt anstatt der Hintermänner völlig unerwartet die Hinterfrau hervor, nimmt die kleine Nummer einfach vom Spielfeld und die ganze bisherige Ermittlungsarbeit, um endlich die richtig großen Fische zu fangen, ist im Arsch. Das war die Art von Rede, mit der mir ein Polizist seine Verachtung ausdrückte.
Früher hätte ich Mutter sein sollen, sie später nicht spielen sollen, als es um nichts mehr für mich ging als um Rache. Aber ich verspürte kein Rachegefühl, als ich an jenem Tag mit dem Motorrad am Eingang der kleinen Straße stand. An überhaupt kein Gefühl kann ich mich erinnern, nur an das dumpfe Wummern des Motors, an den Schweiß, der mir im Helm über das Gesicht lief, an meine behandschuhten Hände links und rechts auf dem Lenker, an die leise Bewegung meiner Handgelenke, die auf das Signal warteten, Gas zu geben, wie ich die rechte Hand noch einmal vom Lenker nahm und zum Boden griff, wo ein abgefallenes rundes Halteverbotsschild am Rohrpfosten lehnte, wie ich es aufhob und mir unter die linke Achsel klemmte, wie ich als Piet mit Freunden aus dem Haus und an den Bordstein trat, mit aufgebäumter Maschine losraste, wie ich das Schild wieder mit der rechten Hand packte, es umfasste wie einen Diskus, mit dem ich Piet Bruchteile einer Sekunde darauf mit voller Wucht traf, wie die Blutgischt mein Helmvisier beschlug, wie ich stürzte und über den Asphalt rollte. Im Liegen wischte ich mir über das Visier und sah einen von Piets Freunden, der planlos mit dem abgetrennten Kopf in den Händen die Straße auf und ab lief, während seine Begleiterin scheinbar ohne Luft zu holen schrie und schrie und schrie. Totschlag. 14 Jahre brachte mir das ein, von dem ich jeden verdammten Tag abgesessen habe. Ich zusammen mit den dröhnenden, weinenden, fluchenden, keifenden, lachenden Stimmen in meinem Kopf. Ein halbes Jahr vor meiner Entlassung kam mich eine Sozialarbeiterin besuchen, immer mittwochs, um mich auf die Freiheit vorzubereiten. Katrin wirkte wie eine Tochter auf mich, wie meine Tochter. Das hätte aus ihr werden können, wenn Hen die Freiheit, auf die ich mich jetzt einstimmen sollte, nicht dazu benutzt hätte, um unfrei zu werden. Vielleicht ist es aber auch das Los jeder Freiheit, dass sie eben immer ins Gegenteil umschlägt. Oder Menschen sind generell unfrei und haben nur das Gefühl von Freiheit, das jedoch keine Realität hat, das parallel zur Realität verläuft. Kreuzen sich diese beiden Linien, die der unfreien Realität und die der gedanklich fiktiven Freiheit, kommt es zum großen Knall. Vielleicht auch nicht. Wer kann wissen, ob und wann es knallt? Nach meinem 63. Geburtstag, den ich noch im Knast verbrachte, bezog ich eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in Reinickendorf, einem Steinwurf vom Schäfersee entfernt. Im Prinzip ging es mir wie anderen Leuten, die nach einem reichen Arbeitsleben mit 63 in Rente gehen. Aus der Unfreiheit in die Freiheit, oder was man dafür hält. Sowas legte ich mir zurecht, wenn ich gefragt wurde, was selten dann aber eben doch vorkam. Einer von denen, die mich fragten, war Paul, der in der Kneipe, in welcher ich meinen Morgenkaffee trank, bediente. Er hätte mich noch nie hier gesehen und jetzt käme ich täglich vorbei. Ja, entgegnete ich, als Rentnerin bist du endlich frei und kannst machen, was du willst. Klingt, als wärst du vorher im Knast gewesen. Stell dir vor, ich war im Knast. Ach, kann ich gut verstehen. Irgendwie ist das ganze Leben ein Gefängnis. Arbeit, Ehe, Kinder, jeden Tag die gleiche Leier. Man kommt sich wie eingeschlossen vor, wie weggesperrt. Und jetzt fängt für dich das wahre Leben an. Freu dich drauf. Lass es richtig krachen. Wie froh ich war, dass das große Krachen hinter mir lag. Äußerlich. Innerlich tobten sich die Stimmen in meinem Kopf aus. Die Medikamente, die ich bekam, dumpften sie etwas ab. Hörbar waren sie ohne Unterlass. Ob jemand durch ein Sprachrohr lacht und schreit oder durch Watte, ist letztendlich völlig egal. Die Tage verliefen immer gleich, ähnlich wie im Knast. Ich stand auf, machte mein Bett, alles auf Kante, duschte, ging zum Frühstücken in die Kneipe und verbrachte den Nachmittag anstatt im Gefängnishof auf einer Bank am Schäfersee. Manchmal saß ich dort auch im Regen und bei Schneefall. An meinem 64. Geburtstag besuchte mich Katrin,
die Sozialarbeiterin. Sie brachte mir ein buntes Kaffeeservice mit, weil ich noch immer lediglich einen Teller und eine Tasse im Küchenschrank stehen hatte. Katrin wirkte ernster als sonst. Ich merkte genau, dass sie mir etwas sagen wollte, aber überlegte, ob sie mir es sagen soll und überhaupt kann. »Darf ich mit dir über Hen sprechen?« »Ja, wir sprechen doch über alles.« »Da ist etwas, was ich dir nicht sagen darf, aber ich denke, du solltest es wissen.« »Jetzt mach kein Geheimnis daraus, komm schon.« Hen war schwanger, als ihr euch so lange nicht gesehen hattet. »Hör auf, ich will davon nichts wissen!« Sie hat das Kind zur Adoption freigegeben. »Ich habe gesagt, dass du aufhören sollst!« Ein Vater gab sie nicht an, vielleicht war es Pete, vielleicht ein anderer. »Ich will, dass du jetzt gehst!« »Ruf mich an, wenn es dich interessiert, okay?« Zu den Stimmen in meinem Kopf gesellte sich von nun an Katrins Halbsatz. »Wenn es dich interessiert, okay?« Aber nichts war mehr okay. Vorher nicht und jetzt noch viel weniger. Ich hatte den Vater von meinem Enkelkind auf dem Gewissen. Ganz sicher. Vermutlich. Mit einiger Gewissheit. Oder das Kind hatte einen anderen Vater, einen Freier, der sich an der Macht weidete, die er über Hens Körper hatte, der sie mit Drogen versorgte, der ihr zusah, wie sie sich die Spritze in die Armbeuge rammte, der sich an ihr verging, obwohl sie völlig willenlos, völlig fertig war, der sie danach einfach aus dem Auto stieß. Wie wild flackerten die Bilder in meinem Kopf durcheinander. Tagelang lag ich im Bett und wälzte mich weinend hin und her. Ich schrie in mein Kissen hinein. Essen konnte ich nichts, nicht einmal zum Klo schaffte ich es. Nach 2 Wochen rief ich Katrin an und sagte ihr, dass ich nicht wissen wolle, woher sie die Informationen hatte, dass ich mich keinesfalls mit den Adoptiveltern treffen würde. Ich fragte nach dem Namen des Kindes, legte aber auf, bevor ich die Antwort bekam. 3 Tage später rief Katrin mich zurück. »Maria heißt sie. Sie ist abgehauen von zu Hause. Seit einem Dreivierteljahr ist sie weg.« Da muss es Klick gemacht haben bei mir. Wenige Tage darauf besuchte mich Katrin wieder. Sie legte ein Foto von Maria auf den Küchentisch. Sofort bedeckte ich es mit meiner Hand, weil ein Blick genügte. Um den Hals trug sie ein Silberkettchen mit einem Davidstern, jene Kette, die ich Hen zum 12. Geburtstag geschenkt hatte. Dass Maria Hen in jedem Zug glich, war da schon fast nebensächlich. Das Foto steckt hinter dem Ultraschallbild von Hen. Meine Kinder, meine Töchter, meine Ahnen, die Galerie der Gegangenen. Früher dachte ich, es wäre schwer, jemanden zu erschießen. Das stimmt nicht. Es ist sehr leicht. Kein Händezittern, wie man es in Filmen sieht. Kein Gedanke, dass man eine Straftat begeht. Ein Mord, dass man dafür ins Gefängnis kommt. Kein Gedanke daran. Die Waffe übernimmt das Denken und du fügst dich ein in die gefällten Entscheidungen und situationsgerechten Bewegungsabläufe wie bei einem Tanz, angefeuert von den Stimmen in deinem Kopf. Maria war tot, noch bevor ich mir überlegen konnte, wo ich sie suchen sollte. Ihre Eltern standen einsam vor einem großen schwarzen Loch, in dem der Sarg verschwand. Ich saß etwas entfernt auf einer kleinen Bank einer anderen Grabstelle und wusste, wie sie sich fühlten. Wenn der vor ihnen aufgerissene Boden schon längst wieder verschlossen wäre, würde die innere Schwärze mit jedem Tag wachsen, sich ausbreiten und alles umfärben, eindunkeln und verschlingen. Was ist der Mensch? Ein Universum, das aus lauter schwarzen Löchern besteht. Im besten Fall vernichten wir uns selbst, im schlechteren Fall ziehen wir andere in unsere schwarzen Löcher hinein. Daniel, jener Polizist, der mir damals Hens letztes Foto zeigte, war nicht erstaunt, mich nach all den Jahren wiederzusehen. Er hatte sogar auf mich gewartet und gehofft, der Krebs würde ihn erst dann dahin raffen, wenn er mir das gegeben hätte, was er mir geben wollte. Eine Waffe.
Die Pistole hatte er vor 10 Jahren bei einer Razzia einfach behalten. Und einen Namen nannte er mir. Die Knarre ist der Schlüssel, der dir den Himmel aufschließt, den Garten Eden, aus dem uns diese Scheißkerle vertrieben haben. Gott haben sie auf dem Gewissen, umgebracht haben sie ihn, damit sie in seinem Garten wie in einem räudigen Hinterhof ihre verfluchten Drogen verkaufen können. Die haben es nicht besser verdient, Magda. Zertreten musst du die Schlange, sonst erwürgt sie dich und uns alle, die ganze Welt. Endlos kamen mir die Stufen bis zum 3. Stock vor. Auf dem 2. Treppenabsatz verweilte ich einige Minuten. Hier schlug sie auf und brach sich das Genick. Ob sie gestoßen wurde oder sich zugedröhnt nicht halten konnte? Niemand wusste das. Und der es wusste, war fort. Just an diesem Tag sagte, er sei fort gewesen. Und auch sonst hatte niemand etwas gesehen oder gehört. Gefühlt schon gar nicht. Vor der Wohnungstür schwollen die Stimmen in meinem Kopf an, vereinigten sich zu einem Chor. Tschaikowskis Cherubim-Hymnus. Hatte ich den irgendwann einmal gehört? In dieser Form noch nie. Ich klopfte. Die Bewegung war wie in einem Traum, in dem du denkst, dass du dich im Wasser vorwärts kämpfen musst. Ein verschwitzter Typ öffnete die Tür einen Spalt breit, bewegte die Lippen und schlug mir die Tür vor der Nase zu. Abermals ein Klopfen. Noch langsamer als zuvor. Im Öffnen, das auf der anderen Seite einen zum Flugen bereiteten Mund freigab, trat ich in die Tür, die weit ausschlug und mich hineinstürmen ließ, nachdem ich dem Verschwitzten ins Bein geschossen hatte, um sofort auf den hinter ihm auftauchenden Fettwanz zu zielen, den ich in den Kopf traf. Ein Dritter floh in das zur Drogenküche umfunktionierte Badezimmer, wo ich ihn stellte und ihm 4-mal in die Brust schoss. Ich drehte mich um und ging zeitlupenhaft zur Tür zurück, wo ich vor dem verblutenden Torwächter auf die Knie sank. Ich schaute in seine brechenden Augen und fand Worte, von denen ich nicht wusste, dass sie lange in mir darauf gewartet hatten, ausgesprochen zu werden. Als der Geist erwachte, war alles um ihn herum in Dunkel gehüllt. Es war die Erdmutter, die ihn traulich in sich aufgenommen hatte. Er erhellte das Innere ihrer Leibesmitte, so dass sie die frohe Erwartung hegte, das Licht zu gebären, damit alle ihm nachgeborenen Geschöpfe sehend sein würden und das Glück wahrnehmen, aus dem sie stammten. Sobald der Geist der Erdmutter entschlüpft war, verhöhnte er sie jedoch, und mit all der Körperlichkeit, in die sie ihn gebracht hatte, da sie ihn zum Weltgeist machte, versündigte er sich an ihr. Unablässig trat und schlug er auf sie ein, und der letzte Hieb brachte eine alles verheerende Dunkelheit mit sich, in der der Geist mit allem, was man zu kennen imstande ist, versank. Reglos und sterbend lag die Erdmutter irgendwo in den Finsternissen. Nur ein kleines rotes Rinnsal entschlängelte sich ihrem Leib, zerging in 1000 und abertausend Tropfen, die dereinst am Ende der Ewigkeit eine neue, jungselige Erdmutter finden, in der ein warmer Kindergeist hell aufgeht wie die Sonne am Morgen, auf das Leben entstehe und in Freude bewahrt werde. Maria war ihr Name, und sie war das Kind einer Mutter, die das Kind einer Mutter war, die aus dem Paradies vertrieben wurde. Herausgeprügelt, taub geschrien und blind gestochen. Auch du hast eine Mutter, und du hast sie sehr unglücklich gemacht, bei der Geburt ihren Leib zerrissen und später durch dein Tun ihren Geist zerrüttet. Das Blut muss fließen, damit die Schmerzen weggehen. Der Blutstrom verwandelt die Schwärze, die in uns hineindringt, die uns ausfüllt, die uns umgibt. Er trägt uns über die Gräber hinweg. Im Knast ist es keineswegs die Stille, die dich kirre macht. Es sind die Stimmen, die dir den Schlaf rauben, die Stimmen und nichts als die Stimmen. Aber einmal haben sie gesungen. Für mich. Allein.
Das war Hiobs Töchter von Martin André Völker. Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.